Es gibt Dinge, die glaubt man einfach nicht, obwohl man sie mit eigenen Augen gesehen hat. Überwachungskameras und Dashcams liefern immer wieder solche mysteriösen, komischen oder einfach nur seltsamen Aufnahmen. Und daher erwarten euch in diesem Video 10 dieser krassen Momente, die auf Kamera festgehalten wurden und echt nur zum Staunen sind. Beginnen wir mit der Nummer 10 und einem Video einer Überwachungskamera, das man sich absolut nicht erklären kann. Zu sehen ist eine Frau, die gerade auf dem Gartenweg vor einem Haus unterwegs ist, als sie ängstlich zu rufen beginnt und zum Haus rennt. Statt einer großen Bedrohung wie einem aggressiven Hund ist es aber nur eine harmlos wirkende Katze, die die Frau vollkommen verängstigt hat. Und der Begriff verängstigt ist hier eigentlich noch viel zu wenig. Die Frau springt in ihrer Panik nämlich sogar an eine Säule und klammert sich fest, während sich die Katze von diesem seltsamen Verhalten gänzlich unbeeindruckt zeigt. Weiter geht's mit der Nummer 9 und einem echt krassen Video, das eine Haustürkamera in den USA zur Halloween-Zeit aufgezeichnet hat. Wohl jeder kennt es, wenn man sich mal den kleinen Zeh an einem Möbelstück stößt und wie sehr das wehtut. Was sich der Lieferbote in diesem Clip geleistet hat, dürfte aber in dieser Hinsicht alles toppen. Weil er auf dem Weg zum Haus wegen seiner gestapelten Pakete nicht sehen konnte, trat er aus Versehen auf einen der Kürbisse, die die dort wohnende Familie als Deko aufgestellt hatte, und fiel mit Schwung hin. Anstatt nun aber nichts zu tun oder nur den Kürbis zu treten, verlor der Bote vollkommen die Fassung. Er rastete regelrecht aus und trat einfach auf alles ein, was sich in seinem Sichtfeld befand. So mussten schließlich unter anderem die Pakete wie auch sämtliche Kürbisse dran glauben und die komplette andere Deko vor dem Haus wurde von dem Mann vollkommen zerstört. Erst ganz am Ende wurde ihm dann offensichtlich bewusst, dass er bei seiner Aktion gefilmt wurde und zur Entschädigung schob er den Hausbesitzern noch Geld unter ihrer Tür durch. Ob sich diese damit allerdings zufrieden gegeben haben, ist nicht bekannt. Auf der Nummer 8 wird es mysteriös. Im letzten Jahr machten nämlich nach und nach rund 50 Hausbesitzer im US-Bundesstaat Virginia nach dem Aufstehen eine seltsame Entdeckung vor ihren Haustüren. Und zwar wurden hier alte Röhrenfernseher abgestellt. Dass nur jemand seinen Müll entsorgen wollte, war bei so vielen Geräten vor unterschiedlichen Häusern zwar von Anfang an ausgeschlossen. Richtig komisch wurde es dann aber, als das Videomaterial einiger Überwachungskameras ausgewertet wurde. Darauf war nämlich zu sehen, wer die Fernseher abgestellt hatte. Und zwar war es eine Person mit einem Röhrenfernseher als Kopf. Obwohl die Polizei die Ermittlungen aufnahm und die Geräte untersuchte, konnte bisher nicht geklärt werden, wer diese Person war und vor allem warum sie in dieser Verkleidung so viele Fernseher verteilt hatte. Und so ging der mysteriöse Mann als TV Santa Claus in die Geschichte ein. Kommen wir nun zur Nummer 7 und einem Moment, der vor 3 Jahren im New Yorker Stadtteil Brooklyn von der Überwachungskamera in einem Uber aufgenommen wurde. Die 3 Frauen in dieser Aufnahme haben auf dem Weg zu einer Party ein Uber-Taxi genommen und erst schien noch alles ganz normal. Als sie dann aber ausstiegen, griff eine von ihnen jedoch plötzlich in eine Kiste voller Geld vor ihr, steckte sich dann ein paar Bündel Scheine ein und rannte aus dem Wagen. Die Kiste in der Mitte des Autos war allerdings eigentlich für Spenden für den Fahrer gedacht und dieser bemerkte natürlich auch recht schnell, dass er gerade von seinen Gästen bestohlen wurde und stellte kurz nach der Tat das Video online. Nachdem der Clip des dreisten Diebstahls schließlich sogar viral ging, folgte das eigentlich Seltsame an der ganzen Sache. Denn die als Diebin identifizierte 18-jährige Gabrielle Canales beklagte sich anschließend nämlich darüber, dass sie für ihre Aktion im Internet sehr heftig angefeindet wurde. Und das, obwohl sie wahrhaftig eine Straftat vor laufender Kamera beging. Gabrielle wurde anschließend zwar nicht mal angezeigt, aber trotzdem lebenslang von Uber gesperrt und dürfte es so in Zukunft recht schwer haben, noch irgendwo ein Taxi zu bekommen. Auf der Nummer 6 befindet sich ein seltsamer Moment, dessen Chancen wohl in etwa so hoch standen wie ein Sechser im Lotto. Dieser Mann gönnte sich nur eine kleine Pause vom Rasenmähen mit seinem Aufsitzmäher, um sich bei der Hitze etwas zu trinken zu holen. Dass daraufhin das pure Chaos ausbricht, hat er zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht geahnt.
Kaum, dass er den Garten verlassen hatte, flog nämlich ein Fußball vom Nachbargrundstück herüber. Und dieser landete zufällig genau so auf dem Aufsitzrasenmäher, dass er diesen aktivierte. Das Gefährt machte sich daraufhin selbstständig und riss zunächst einen Stuhl um, bevor es schließlich in die Gartenschaukel fuhr und diese sogar problemlos mitschleifte. Diese mitgeschleifte Schaukel änderte dann auch noch den Kurs des Rasenmähers und sorgte so schließlich dafür, dass dieser auch noch ein Blumenbeet abmähte. Vielleicht kennt einer von euch noch den Partyschlager "Da steht ein Pferd auf dem Flur". Im Video auf der Nummer 5 ist es allerdings kein Pferd, sondern eine Kuh, die auf dem Flur steht. Und diese Kuh will auch noch unbedingt in die Wohnung der Frau. Warum die Kuh dort allerdings steht und warum sie so energisch versucht, in die Wohnung einzudringen, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass die rosa gekleidete Frau so gar keine Lust auf den Besuch hat und die Kuh daher mit aller Kraft abwehrt. Sicher ist auch, dass der Frau wohl niemand diesen seltsamen Moment geglaubt hätte, wenn er nicht auf Kamera festgehalten worden wäre. Weiter geht's mit der Nummer 4 und einer Dashcam-Aufnahme, die so wohl nur in Russland möglich ist. Nachdem ein LKW an einem verschneiten Tag dort liegen geblieben war, wurde dieser nämlich nicht wie üblich mit einem Abschlepper abtransportiert, sondern kurzerhand mit einem Seil an einem Panzer befestigt. Den anderen Verkehrsteilnehmern bot sich an diesem Tag ein wirklich kurioses Schauspiel, als der Panzer den LKW ruckelnd durch St. Petersburg zog. Kommen wir nun zur Nummer 3 und einem seltsamen Ereignis, das an Filme wie Poltergeist erinnert. Diese in ein Handtuch gehüllte junge Frau war nach dem Duschen gerade an ihrem Kühlschrank und dachte sich nichts Böses, als plötzlich wie von Geisterhand der Fernseher in ihrem Zimmer ansprang. Ohne dass irgendwer sonst im Raum war oder sie irgendetwas getan hatte, lief auf einmal das Programm und auch die Hintergrundbeleuchtung. Die Frau schaltete daraufhin das Fernsehgerät aus und griff gleich zum Handy, wahrscheinlich um einer Freundin von dem mysteriösen Ereignis zu erzählen. Wer oder was hierfür verantwortlich war, ist nicht geklärt. Der Moment auf der Nummer 2, der von einer Polizei-Dashcam vor 8 Jahren im amerikanischen Montgomery County festgehalten wurde, dürfte auch für erfahrene Polizisten nicht gerade alltäglich sein. Die Besatzung des Streifenwagens in diesem Video hatte nämlich gerade ein Auto auf der Straße entdeckt, das statt eines regulären Nummernschilds nur ein Batman-Zeichen besaß. Da dies natürlich nicht der Straßenverkehrsordnung entsprach, hielten die Beamten den schwarzen Lamborghini an. Und tatsächlich stieg dann Batman als Fahrer heraus. Oder zumindest ein Mann, der als Batman verkleidet war. Officer Paul Borgia, der den maskierten Helden stoppte, hatte so eine Situation in 30 Jahren Polizeidienst noch nie erlebt. Schnell stellte sich dann heraus, dass der Fahrer ein Geschäftsmann war, der in dieser ungewöhnlichen Aufmachung auf dem Weg zu einem Krankenhaus war, um dort den schwerkranken Kindern eine Freude zu machen. Und weil er so ein echtes Nummernschild ebenfalls vorzeigen konnte, gab es an diesem Tag nicht mal ein Strafzettel für ihn. Auf der Nummer 1 befindet sich eine Überwachungskameraaufnahme, deren Inhalt wohl niemand für möglich gehalten hätte. Vor 5 Jahren wurde in diesem Clip nämlich festgehalten, wie eine kleine französische Bulldogge ihren Job als Wachhund überaus ernst nahm und sich gleich mit 2 Bären anlegte, die auf das Grundstück eingedrungen waren. Die Besitzer des Hundes müssen wahrscheinlich einen heftigen Schock bekommen haben, als sie sahen, dass ihr geliebter Vierbeiner so furchtlos auf die Raubtiere losging. Was dann folgte, ist aber wirklich unglaublich. Der kleine Hund jagte die Eindringlinge nämlich einfach davon, ganz ohne selbst verletzt zu werden, und versetzte die Bären regelrecht in Angst und Schrecken. Das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr für irgendeinen dieser Clips eine gute logische Erklärung habt. Vielleicht wisst ihr ja sogar, was den TV Santa Claus angetrieben hat, so etwas Verrücktes zu machen. Ansonsten lasst uns gern ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!